100 Jahre Wissen. 100 Jahre und dynamischer als je zuvor. Wie soll das gehen? 100 Jahre und immer noch dynamisch? Das wollen wir uns heute doch etwas genauer ansehen. Also, wie sieht denn dynamische Wissensvermittlung aus? Wie sieht eine dynamische Bildungseinrichtung aus? Dazu sollten wir einmal zurückblicken. Eben 100 Jahre, als sich Vorarlberg von einem Agrarland zu einem Land der Textilindustrie entwickelt hatte. In diesem Umfeld entschied sich das Land Vorarlberg für moderne Wissensvermittlung. Begonnen hat alles unter dem Namen Gewerbeförderungsinstitut. Die Zeiten waren ein bisschen anders. Auf derselben Mitteilung wurde zum Beispiel auch der Verkauf von 10 Ziegen und einem Schaf am Dornberner Viehmarkt vermeldet. Es gab noch einen Kaiser und die Menschen waren noch in Schwarz-Weiß. Und so sah der allererste Wifi-Campus aus. Und? Vielleicht schon typisch österreichisch? Es ging der Gründung eine längere Planungs- und Diskussionsphase voraus. Doch zurück ins Jahr 1912. Das Hauptaugenmerk lag eben auf der modernen Vorarlberger Textilindustrie. Denn es herrschte, ebenfalls ganz modern, Fachkräftemangel. Darüber hinaus gab es bald eine Reihe weiterer Ausbildungen. Wie wäre es zum Beispiel mal mit einem Grillkurs? Wie es heute, 100 Jahre später, mit der Erwachsenenbildung aussieht, dazu begrüßen wir jetzt den Mann, der seit nicht ganz 100 Jahren die Geschichte des Wifis mit begleitet. Institutsleiter Thomas Wachter. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist wirklich verrückt. Da stehe ich nun und darf mit Ihnen einen so speziellen Festakt begehen. 100 Jahre Wifi, eine Wahnsinnszeit, eine lange Wegstrecke, die wir zurückgelegt haben, gewaltige Veränderungen, aber viele, viele schöne Erlebnisse und Erfolgsgeschichten. 100 Jahre lang Lernende zum Erfolg führen. Und ich bin sehr stolz, heute als Institutsleiter und Hausherr hier vor Ihnen stehen zu dürfen und freue mich, eine derart hochkarätige Gästeschar begrüßen zu dürfen. Speziell begrüßen möchte ich den ersten Mann im Lande, von dem wir wissen, dass Bildung für ihn Zukunft symbolisiert. Und nicht zuletzt deshalb dürfen wir uns bei dir recht herzlich bedanken für die Unterstützung, für die berufliche Weiterbildung. Herzlich willkommen, Landeshauptmann Markus Wallner. Von der Landesregierung darf ich weiters Landesstatthalter Karl-Heinz Rüdisser sowie Landesrat Erich Schwärzler willkommen heißen. Herzlich willkommen. Ein herzliches Grüß Gott natürlich auch an die Chefetage aus der Wirtschaftskammer, an den Präsidenten Manfred Rein sowie an Kammerdirektor Dr. Helmut Steurer und Direktor Stellvertreter Christoph Jenny. Herzlich willkommen. Ja, lieber Präsident Rein, deine Verbindung mit dem Wifi geht eigentlich sehr weit zurück, nämlich bis ins Jahr 1952, als dein Vater Albert Rein hier im Wifi im Trakt B die Platten- und Fliesenlegerarbeiten übernommen und durchgeführt hat. Und sogar direkt 1981 hast du als Jungunternehmer quasi die Adaptierungsarbeiten ebenfalls im Trakt B durchgeführt. Finde ich schön. Danke. Ja, schön, dass natürlich auch das engere Präsidium heute anwesend ist. Herzlich willkommen an Herrn Hermann Metzler und Edi Fischer. Das Wifi Vorarlberg hat seine Wurzeln in der Bahnhofstraße in Dornbirn, wenngleich wir zwischendurch 32 Jahre in der Innenstadt waren, im alten Gerichtsgebäude. Und ich möchte mich bedanken bei der Stadt Dornbirn, stellvertretend für den Bürgermeister, bei Vizebürgermeister Martin Ruib, für die vieljährige Wertschätzung des Wifis. Herzlich willkommen, Martin.
Und herzlich willkommen an den Bürgermeister der Stadt Hohenems. Wir sind ja seit 1995 ebenfalls in Hohenems mit einem Wifi, mit einer Außenstelle vertreten. Herzlich willkommen, Bürgermeister Richard Ammann. Ja, heute befinden sich in diesem Saal an die 200 Personen, politische Entscheidungsträger, Interessensvertreter aus allen möglichen Branchen, Bildungsexperten, Bildungsinteressierte, Bildungsmanager, AMS-Repräsentanten, es befinden sich Berufsschuldirektoren, Wifi-Campus-Partner, Personalleiter, Ausbildungsleiter und viele andere mehr. Es ist wirklich alles da, das einen Bezug zum Wifi hat und das freut mich ganz besonders. Ich werde nun einfach pauschal Sie alle herzlich willkommen heißen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Danke. Ja, meine Damen und Herren, was ist der Grund dafür, dass die Arbeit in der berufsorientierten Weiterbildung so faszinierend und sinngebend ist? Was treibt uns an? Ich kann es Ihnen sagen, es sind die vielen tausenden Erfolgsgeschichten und Karrieren von Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Wifi-Kursen in den heimischen Unternehmen. Eine kleine Erfolgsgeschichte von Martin G. aus Feldkirch darf ich Ihnen nun stellvertretend für viele Erfolgsgeschichten vorlesen. Er schreibt nämlich wortwörtlich an das Wifi, vor einem Jahr war das, ich zitiere: Als kleiner Bub war ich immer ein Pausenclown. Meine Eltern, Geschwistern, Nachbarn und Bekannten haben mich nie ernst genommen. Als ich dann 15,5 Jahre alt war, kam zudem noch meine Tochter auf die Welt, heute 19 Jahre. Das Verlangen nach Respekt hatte sich lange Zeit hingezogen und wurde für mich immer wichtiger. In jeder Firma, in der ich war, war ich nur Standard, nichts Wichtiges, jederzeit ersetzbar. Bis mein alter Meister mir sagte: Junge, tu was, du schaffst alles, was du willst, du musst nur dranbleiben. Er hat mir damals den Wifi-Kurs CNC 1 empfohlen und bezahlt, schreibt er dazu, und so begann meine Karriere. Es war der CNC 1, dann folgte 5 Jahre später der CNC 2, dann Qualitätssicherung, Vorarbeiter, Industriemeister, Lehrgang, Zerspannungstechniker und so weiter. Schließlich merkte ich, dass mein Selbstvertrauen wieder da war, wie früher als junger Fußballer. Ich arbeitete mich hoch, hatte tolle Erfolgserlebnisse. Aber summa summarum ist mein größter Stolz, dass mich meine Tochter respektiert, achtet und mir total vertraut. Durch die ganzen Kurse hat sie nämlich gesehen, wie ich bin, was ich tue und so weiter. Durch das Wifi arbeite ich jetzt in einer tollen Firma als CNC-Mechaniker mit sehr viel Verantwortung und Spaß. Und bald schon werde ich die Stelle technischer Leiter übernehmen. Danke, Wifi. Ja, meine Damen und Herren, in diese Geschichte ist alles gepackt, worum es im Wifi geht. Wir wollen Menschen und Unternehmen in ihrem Drang, besser zu werden, unterstützen. Wir wollen dazu beitragen, dass die mittlerweile wichtigste Ressource im Unternehmen, die Humanressource, das Trumpfass im Wettbewerb ist. Das gemeinsame Ziel der Unternehmen und des Wifi ist der Erfolg durch Wissen und Können. Wissen ist also nicht Selbstzweck. Wissen und Wissensvorsprung ist zur Frage des wirtschaftlichen Überlebens geworden. Dies bestätigt auch eine Untersuchung der amerikanischen Stanford University in Palo Alto, wonach 75% des unternehmerischen Erfolgs im Wissensvorsprung begründet ist. Die restlichen 25% begründen sich durch besseren Vertrieb, geringere Lohnkosten und rationellere Fertigung. Oder um einen anderen Denker wie Friedrich August von Hayek, ein Österreicher, neu zu interpretieren bzw. zu ergänzen: Nicht die Schnellen fressen die Langsamen, nicht die Großen fressen die Kleinen, die Wissenden überholen die Unwissenden auf der großen, weltumspannenden Datenautobahn. Es ist daher kein Zufall, dass die Tätigkeit des Wifi in § 19 des Wirtschaftskammergesetzes gesetzlich geregelt ist. Die Erwartungshaltung an das Wifi ist damit klar. Unser Auftrag ist es, die Wirtschaft,
durch professionelle Bildungsprogramme bei der Entwicklung von Fach- und Führungskräften zu unterstützen. Und dabei kann das WIFI seit 61 Jahren auf die volle Unterstützung der Wirtschaftskammer mit all ihren Fachgruppeninnungen zählen. Denn obwohl der Selbstfinanzierungsgrad des WIFI fast 90% beträgt, könnten wir ohne die letzten 10% unserem Wirtschaftsförderungsbeitrag nur ganz schwer nachkommen. Immerhin unterhalten wir an unseren drei Standorten in Dornbirn, Hohenems und Bludenz etwa 100 Unterrichtsräume, davon 25 Werkstätten. Darin finden Kurse statt, darin finden aber auch Prüfungen statt. 850 freiberufliche Kursleiter aus der beruflichen Praxis helfen uns bei der Umsetzung des Lehrauftrags. Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft beginnt im Übrigen bereits bei der Angebotsplanung. Alljährlich, wenn es darum geht, das neu und frisch erschienene Kurse zu konzipieren, gilt es, die branchenbezogenen Kurse seitens des WIFI mit den Fachgruppen und Innungen zu besprechen und nötigenfalls auch zu aktualisieren. Denn unser Credo lautet: aus der Praxis für die Praxis. Meine Damen und Herren, das jahrelang gepflogene partnerschaftliche Zusammenwirken aller Kräfte, nämlich der Unternehmen, der Fachgruppen, der Wirtschaftskammer, WIFI, Teilnehmer und natürlich auch sonstiger Partner, hat dazu geführt, dass wir heute jährlich etwa 18.500 Teilnehmer im WIFI begrüßen dürfen, dass wir jährlich etwa 8.000 Gäste hier in diesem Saal haben, dass wir etwa pro Tag 500 bis 1.200 Teilnehmer in den Gebäuden haben und dass wir letztlich pro Jahr 250.000 oder 250.000 Besuche hier haben, das mit 1.500 Kursen. Wobei, das klingt ja ganz gut, im WIFI ist aber nicht nur die Freude zu Hause und die Lust aufs Lernen. Im WIFI gibt es ja alljährlich Prüfungen und in diesen Zeiten gibt es natürlich auch bei uns Prüfungsangst und es herrscht das große Zittern. WIFI-Abschlüsse und Abschlüsse von Universitätslehrgängen sind häufig nämlich mit Zwischenprüfungen, Diplomarbeiten, mit Abschlussprüfungen vor Prüfungskommissionen verbunden. Wenn man sich vorstellt, im Jahr sind das etwa um die 6.000 Prüfungen, die in den verschiedenen WIFIs von 1.000 Prüfern durchgeführt werden. Von Sprach-, Buchhaltungs-, Personalverrechnungs- bis hin zu Lehrabschluss- und Unternehmerprüfungen. Insbesondere, wenn Prüfungen negative Ergebnisse gebracht haben oder überhaupt die Note angezweifelt wird, herrscht natürlich dicke Luft. Da ist unser WIFI-Team mitunter richtig gefordert. Unzufriedene Menschen nämlich zu beruhigen, zu führen, eventuell auch aufzurichten, das ist harte Arbeit. Aber gerade diese Arbeit schätzen unsere Mitarbeiter im WIFI. Von der Raumpflegerin über das WIFI-Infocenter, Sachbearbeiterin bis hin zu den Bereichsleitern. Ja, meine Damen und Herren, unser Land braucht kluge, kompetente und neugierige Mitarbeiter. Wir sind auf Menschen angewiesen, die sich weiterbilden. Umso wichtiger ist es, dass Lernen Spaß macht. Dies gelingt, indem erstens das didaktische Konzept den Lernenden in den Mittelpunkt stellt. Gerade in der Erwachsenenbildung ist das sehr wichtig, dass Trainer nicht als Gurus oder als Besserwisser auftreten, sondern als Lernbegleiter von Menschen, die selbstverantwortlich lernen wollen. Dieser Spaß gelingt auch dann, wenn zweitens Lernen im WIFI zum Erlebnis wird. Und Erlebnis hängt natürlich mit modernem Ambiente zusammen. Lernen hängt mit hochwertiger Medientechnik zusammen, erstklassiger Verpflegung in den Pausen, angenehme Räumlichkeiten, aber natürlich auch spezielle Serviceleistungen, wie zum Beispiel das kostenlose Parken in der Tiefgarage im WIFI-Campus oder wie der Freifahrtschein für Zug und Bus, den wir vor 8 Jahren mit dem Verkehrsverbund eingeführt haben und wo mittlerweile bereits 3 WIFIs uns diese Konzeption nachgemacht haben. Spaß hängt aber auch damit zusammen, dass es Gelegenheiten für Inspiration gibt.
In unserem Wifi gibt es viel Platz für Bekanntschaften und für Erfahrungen. Viele Events und Top-Vorträge, an denen man sozusagen mitnaschen kann. Das Herzstück oder der Kern der Wifi-Arbeit ist aber das Bildungsprogramm selbst, das qualitativ hochwertig und auf die Praxis ausgerichtet sein muss. Es ist vom Grundsatz geleitet, in jeder beruflichen Lebensphase geeignete Angebote für berufsorientierte Menschen zu haben. Von Vorbereitungskursen zur Lehrabschlussprüfung bis hin zu Universitätslehrgängen, die wir bereits seit 10 Jahren mit fünf verschiedenen Universitäten und Hochschulen durchführen. Der Wifi Campus ist mittlerweile eindeutig das, was wir immer wollten. Ein Treffpunkt für Menschen, die beruflich weiterkommen wollen. Von der Fachkraft über die Führungskraft bis hin zum Unternehmer. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Bekenntnis zur Qualität zahlt sich beim Wifi aus. In einer aktuellen Gallup-Umfrage belohnten die Teilnehmer das Wifi Vorarlberg mit den besten Werten in vielen Kategorien. Darunter aktuellste Lehrmethoden, modernste Unterrichtsräume, bester Anbieter für Aus- und Weiterbildung und vieles mehr. Aber gehen wir in der Zeit nochmal zurück. Genau genommen 61 Jahre. Denn 1951 ging das Gewerbeförderungsinstitut des Landes Vorarlberg an die Wirtschaftskammer. Und aus Gewerbeförderung wurde Wirtschaftsförderung. Kurz eben Wifi. Das Ziel blieb dasselbe. Fachkräfte für Vorarlberg. In den folgenden Jahren wurde investiert und modernisiert. Und das Wifi Vorarlberg eröffnete neben Dornbirn in Bludenz und Hohenems für die Bildungsnahversorgung. Damit einher ging natürlich auch eine Modernisierung der Werbung. Die lustigsten Fernsehspots wollen wir Ihnen hier natürlich nicht vorenthalten. Ihr Kurs steigt. Ihr General Chief Executive Director redet nur Englisch und so ein Business-Englisch. Bitte, heiliger Antonius, hilf mir bei der Suche nach einem besseren Job. Dass ausgerechnet der Ihr Chef geworden ist. Herr Koller? Gib mir eine Chance. Geh zum Wifi. Sie haben den Job. Tut mir leid, Herr Koller. Can you understand this? Der Unterschied heißt Wifi. Kursbuch jetzt bestellen. Die Wiffen haben es begriffen. Ihr Kurs steigt. Nachzulesen im Wifi-Kursbuch. Die Weiterbildung hat heute eine nie dagewesene Bedeutung. Gerade für die Vorarlberger Wirtschaft. Diese hat sich in kaum 40 Jahren von dem damals hochmodernen Textilindustrieland zu einem zukunftsweisenden Innovationsstandort entwickelt. Die Wirtschaftskammer kann da wohl stolz auf ihre hübsche Tochter Wifi sein. Dazu der Präsident der Wirtschaftskammer Vorarlberg, Manfred Reim. Ja, geschätzte Festgäste, wahrlich, die Wirtschaftskammer kann stolz sein auf ihre Tochter. 100 Jahre, schaut jung aus, sehr dynamisch, aber noch stolzer bin ich, dass Sie gekommen sind zur Gratulation dieser 100-jährigen Tochter. Und das freut mich sehr, weil viele, die heute anwesend sind, haben irgendwelche Beziehungen, aber auch Lehraufträge hier, Ausbildungen durchgemacht. Ich habe im Wifi hier nicht nur Aufträge erhalten, sondern auch die Meisterprüfung gemacht. Das war auch ein wesentlicher Schritt für die weitere Entwicklung. Einen 100. Geburtstag zu feiern, ist immer ein denkwürdiges Ereignis. Für einen Menschen selten erreichbar. Der Medizin gelingt es zwar in Zukunft immer mehr, dass man die Leute doch auch noch über 100 schafft, aber nicht in so einem guten Zustand wie
unsere Tochter. Und auch für eine Institution ist es ein besonderes Ereignis. 100 Jahre erfolgreich tätig zu sein, das zeichnet hier vor allem alle diejenigen aus, die mitgeholfen haben, mitgearbeitet haben. Doch meine sehr geehrten Damen und Herren, wie verlief eigentlich die Geburt und wie war es damals, so vor 100 Jahren? In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts steigerte die Industrialisierung auch bei uns die Bedeutung von Wissen und Bildung. Zum einen sah man darin eine Verbesserung der eigenen persönlichen Entwicklung und zum anderen erkannte man auch, dass mit Bildung der wirtschaftliche Fortschritt des Landes gefördert wird. Aus dem Handwerk und Gewerbe kam dann die Idee zu einer Gewerbeförderung. Man wollte neue Arbeitsmethoden unterstützen und Fachkurse für verschiedene Gewerbezweige anbieten. Das Motto war, sich fachlich selbst weiterbilden. Das war das Motto und wurde auch gelebt. Im Jahre 1910 fasste der Landtag den Beschluss, ich zitiere aus dem Protokoll, zur Errichtung eines Gewerbeförderungsinstitutes in Vorarlberg sind die Vorkehrungen zu treffen, um Mittel bereitzustellen. Passiert heute noch. Die Mittel sind bereitgestellt. Vielleicht kann es mehr sein. Es folgten langwierige Verhandlungen über den Standort. Die Handels- und Gewerbekammer wollte selbst ein Institut eröffnen, was aber vom Land aus Sorge, es könnte zu industrielastig werden, nicht gewünscht wurde damals. Heute kann nur mehr spekuliert werden, was den Konflikt verursacht hat. Wahrscheinlich war es der letzte Kampf zwischen dem konservativen Landtag und der liberalen Handelskammer. Die Ziele des Institutes waren jedenfalls umfassend. Es ging um fachliche Bildung, besonders die Meisterlehre. Also unser heutiges Qualitätshandwerk sollte gefördert werden. Mit Erfolg, wie man heute feststellen kann. Man fragt sich zudem, wie Erzeugungsbedingungen und der Absatz von Produkten verbessert werden könne. Wie wichtig eine kaufmännische Betriebsführung ist, wurde damals bereits erkannt. Was zeigt uns die Erfahrung? Die Entstehung des WIFI Vorarlberg ist der beste Beweis dafür, wie wichtig es ist, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Aus heutiger Sicht ist die Geschichte des WIFI mit der Erfolgsstory der Zweiten Republik vergleichbar. Sie spiegelt den Strukturwandel unserer Wirtschaft von einer agrarisch-gewerblichen Gesellschaft zu einer Kommunikations- und Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts wider. Meine Damen und Herren, unser Leben heute wird durch rasante Veränderungen im Berufsalltag geprägt. Die Wissensdynamik ist enorm. So zeigt sich der Wettbewerb von heute vor allem als ein Wettbewerb des Wissens. Das zu vermitteln ist und bleibt Hauptaufgabe des WIFI. Basiswissen allein ist längst zu wenig. So zum Beispiel ist EDV-Wissen nach einem Jahr überholt. Berufliches Fachwissen bleibt etwa 5,5 Jahre aktuell. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen sich darauf immer wieder einstellen. Der Konkurrenzdruck wächst. Dabei sind Qualifikation und Weiterbildung entscheidende Voraussetzungen, um im globalen Wettbewerb zu bestehen. Bildung und Wissen sind aber nichts Statisches, wie das vielleicht noch vor 100 Jahren angenommen wurde. Bildung und Wissen erfordern heutzutage Flexibilität und sehr viel Eigenverantwortung. Wir wollen die Menschen in unserem Land dazu ermutigen, Eigenverantwortung zu übernehmen und Weiterbildungsangebote aktiv zu nutzen. Lebenslanges Lernen ist eine Investition in den Menschen und in die Wirtschaft.
Ich würde auch ergänzen, in die Gesellschaft. Es ist eine Investition in die eigene persönliche Zukunft. Gleichzeitig steigert es die betriebliche Wettbewerbsfähigkeit. Und zu guter Letzt ist eine gute Ausbildung die Grundlage für individuelles Glück und für sozialen Frieden. Die Themen Aus- und Weiterbildung sind für die Wirtschaft maßgebliche Faktoren. Entscheidend ist, dass wir nicht nur über Bildung reden, sondern dass wir auch hier im WIFI den Unternehmen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein konkretes Angebot anbieten. Wissen ist einer der wenigen Rohstoffe, über die wir in unserem Land verfügen. Dieser Rohstoff bildet daher auch das Fundament für unseren Lebensstandard und unsere persönliche Lebensqualität. Die angesprochene Dynamik des Wissens braucht daher flexiblere Bildungssysteme, die jedem einen Aufstieg ermöglichen. Wir als Wirtschaftskammer Vorarlberg bringen uns ein und übernehmen eine aktive Rolle. Wir tun dies gerne. Wir wollen nicht ständig über Bildung bzw. über Mängel im System reden. Wir wollen daran arbeiten, mitarbeiten und mitgestalten. Wer die Bildungsdebatten vergangenen Monate oder fast Jahre, darf man auch sagen, verfolgt hat, der stellt fest, dass man sich ziemlich schnell über die Defizite einig ist. Schwieriger wird es dann aber, einen gemeinsamen, zukunftsfähigen Nenner zu finden. Das ist die große Herausforderung, die wir ebenfalls mit in der Verantwortung sind, wo wir sind. Doch gerade jetzt braucht es den Mut anzupacken. Das sind wir unserer Bevölkerung und den kommenden Generationen schuldig. Veränderungen am Markt erfordern daher ständige Beobachtung und aktuelle Analysen. Was ist gefragt? Was braucht die Wirtschaft für die Zukunft? Das WIFI nimmt stets die Anregungen aus der Praxis auf und setzt sie in Bildungsangeboten um. Das WIFI erkennt dabei die Ausbildungsbedürfnisse der Unternehmen und Branchen und entwickelt Strategien, Angebote und vor allem maßgeschneiderte Produkte. Das WIFI, das darf man mit Fug und Recht sagen, ist mit der Zeit gegangen und hat einen eigenen Wissens- und Bildungsmarkt geöffnet und ist zu einem aktiven und interessanten Anbieter am freien Markt geworden. Hier liegt auch die große Stärke des WIFI. Proaktiv agieren, statt nur zu reagieren. Das bedeutet Vorsprung im globalen Wissenswettbewerb. Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg ist das eine Grundvoraussetzung. Mit der Bildungsleistung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer findet sich letztendlich das ganze Land auf der Siegerstraße, auf der Gewinnstraße. Unsere Unternehmen beweisen seit vielen Jahren, wie wichtig ihnen Aus- und Weiterbildung ist. Es ist nicht nur das enorm wichtige Engagement in die Lehre. Gerade auch in der Erwachsenenbildung setzen unsere Betriebe mit Recht auf das WIFI. Das Angebot ist vielfältig und reicht von Kurzseminar bis hin zu großen Grund- oder Spezialausbildungen. Ich bin überzeugt, dass das WIFI auch in den nächsten 100 Jahren diese wertvollen und wichtigen Aufgaben weiterhin aufbringen wird und erfüllen wird. Ich möchte mich am Schluss bedanken, vor allem bei allen Partnern. Es ist das Land Vorarlberg, Landesregierung, Landtag. Es ist AMS, Anton Strini. Es sind vor allem alle Bildungspartner, das sind sehr viele heute hier, die sehr wichtig sind, dass wir dieses Netzwerk, und das ist unsere Stärke im Land. Die Kleinheit macht uns stark, weil wir Netzwerke aufbauen können. Netzwerke, man kann miteinander reden. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig. Ich möchte mich aber auch bedanken bei allen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Kursleitern, alle, die hier mitarbeiten, mitverantwortlich sind. Und ich freue mich auch weiterhin
auf eine gute und gedeihliche Entwicklung unseres WiFi. Wir werden es auch in den kommenden Jahren dringend brauchen, weil Bildung ist für uns, auch für die Landesregierung, das Thema Nummer eins, was wir hier selbst gestalten können und umsetzen. Ich danke Ihnen für euer Kommen und freue mich, dass wir diese 100 Jahre gemeinsam feiern können. Danke. Für all diejenigen, denen das jetzt zu wenig detailliert war, die Wirtschaftskammer Vorarlberg hat seit 1951 160 Millionen Euro investiert. Der WiFi-Campus in Dornbirn ist in seiner Konzeption einzigartig. Der Lehrraum wurde zu einem Lebensraum weiterentwickelt. Und von der Lehrausbildung bis zum Universitätslehrgang findet sich alles unter einem Dach. Und der Campus ist heute schon das Eventcenter, wenn es um Wirtschaftsthemen geht. Eben dynamischer als je zuvor. Wer hätte das gedacht vor 100 Jahren? Als das Land sich langsam zu einem Industriestandort entwickelte. Oder vor 61 Jahren, als dann das Gewerbeförderungsinstitut vom Land Vorarlberg an die Wirtschaftskammer ging. Ach ja, war das nun eine feindliche oder eine freundliche Übernahme? Eine Frage, die uns sicher Herr Landeshauptmann Markus Wallner beantworten kann. Herr Präsident, geschätzte Vizepräsidenten, Regierungskollegen, Institutsleiter, Vizebürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, die am Schluss gestellte Frage kann man, glaube ich, relativ einfach beantworten. Obwohl ich jetzt nicht selber dabei war, ist ein bisschen lange her, vor 60 Jahren war ich noch nicht am Spielfeld tätig. Aber zumindest rückblickend betrachtet wird man wohl sagen können und man wird es auch für die Zukunft sagen können, diese Abgabe oder diese Übernahme war natürlich eine freundliche, auch wenn ich herausgehört habe, es gab einen konservativen Landtag, was im Übrigen kein Fehler ist, und eine liberale Wirtschaftskammer, was auch kein Fehler ist, und eine gewisse Diskussion damals. Ich habe das nicht im Detail mitverfolgt, aber man ist zu guten Entscheidungen offensichtlich gekommen. Das war sicher eine richtige Entscheidung. Im Übrigen bin ich nicht der Auffassung, dass das Land oder überhaupt die öffentliche Hand gerade überall die Finger drin haben muss. Und hier vielleicht schon in manchen Bildungsfragen, aber jetzt nicht unbedingt in dem Thema. So gesehen hat die Entwicklung, die wir jetzt im Film ja gesehen haben, dem Ganzen auch recht gegeben. Es wurde investiert, hier und an anderen Standorten. Es wurde reagiert auf die Bedürfnisse der Wirtschaft. Und so gesehen auch der Entwicklung, die vor 60 Jahren eingetreten ist, bis heute auch Rechnung getragen. Und das kann niemand besser als die Wirtschaft selbst. Das kann nicht die öffentliche Hand liefern, sondern das kann am besten eigentlich die Unternehmerschaft selber. Und damit natürlich auch ihre Kammervertretung, die das WiFi insgesamt damit wesentlich näher an die Wirtschaft geführt hat und auf die Bedürfnisse der Wirtschaft, so wie heute eigentlich auch, richtig reagieren konnte. Das wird wahrscheinlich auch der Schlüssel sein für die künftige Entwicklung. Und wenn ich den Institutsleiter, den Thomas Wachter, gehört habe, dann mache ich mir keine Sorgen darüber, dass auch die Weichen für die Zukunft richtig gestellt werden. Er ist mit großem Engagement dabei und ich darf daher die Gelegenheit wahrnehmen, auch dir natürlich als Institutsleiter für das Engagement, für die Wirtschaft, fürs Land insgesamt besonders herzlich danken. Es ist nicht so selbstverständlich, da rührt einer kräftig um. Die Unterstützung des Landes sei dir von dem Punkt aus auch gesichert. Meine Damen und Herren, man muss jetzt nicht wiederholen, was gesagt wurde. Natürlich wäre es eilen nach Athen tragen, hier noch einmal auf die große Bedeutung der Bildung hinzuweisen. Das ist in dem Kreis besonders bekannt. Wo denn nicht, wenn nicht hier eigentlich? Aber es ist auch wichtig, die Zusammenhänge ein bisschen darzustellen. Und ich möchte den Dank, den ich ausgesprochen habe, auch etwas ausweiten, weil wir in Vorarlberg über eine Fähigkeit verfügen, die nicht überall in allen Regionen Österreichs vorhanden ist. Nämlich eine seit Jahren, wenn nicht schon Jahrzehnte, entwickelte Partnerschaft, Sozialpartnerschaft im Kern natürlich, die sich um wesentliche Fragen kümmert. Da gehört auch das AMS dazu. Und wenn es um Bildung geht, wenn es um Qualifikation geht, wenn es um die Weiterbildung gegangen ist und geht in Zukunft, dann war eigentlich immer Verlass auf diese Partnerschaft.
Und das hat uns in vielen Situationen, nicht zuletzt die letzten Jahre auch, aber auch über die Entwicklung aller 60 Jahre oder 100 Jahre sogar, sehr geholfen und ist auch, aus meiner Beurteilung zumindest, eine sehr tragfähige Partnerschaft für die Zukunft. Und es ist gar nicht so selbstverständlich, dass Kammervertretungen, Sozialpartner insgesamt, hergehen und sagen, wir setzen miteinander das Land und die Sozialpartnerschaft einen echten Schwerpunkt im Bereich der Bildung. Das Ganze ist auch ausbaufähig und das wird es auch benötigen. Weil wir alle miteinander wissen, wer mit Unternehmen zu tun hat, weiß es natürlich auch. Wer selber unternehmerisch und dort beschäftigt ist, weiß das auch. Die eigentliche Frage ist doch, wie wir uns ordentlich weiterbilden können. Die eigentliche Frage ist doch, wie wir Innovation organisieren. Und was können alle miteinander dazu beitragen? Wir wissen ja, dass wir nicht in der Lage sind, einfach immer nur billiger zu werden. Wir wissen, wir können mit Innovation letztlich gewinnen und am internationalen Wettbewerb besser mithalten. Ich war heute Nachmittag bei V-Research zu Besuch, das ist hier irgendwie in der Nachbarschaft eigentlich, wo sich auch die Wirtschaft intensiv bemüht, Forschungsprojekte auf den Weg zu bringen. Auch Unternehmen sich direkt daran beteiligen. Also nicht nur am Papier, sondern wirklich einbringen und sagen, wir bringen auch Mittel ein miteinander, um in verschiedenen Bereichen der Technik und anderen Fragen eine Innovation im Lande zustande zu bringen. Recht kostengünstig insgesamt und sehr kundenorientiert. So muss es eigentlich sein. Das ist eine sehr vorbildliche Einrichtung. Ich habe es heute besucht, um auch festzustellen, ob das Ganze in sich auch gut funktioniert, ob wir nahe genug an der Wirtschaft sind. Dort hat die Unternehmerschaft sogar die Mehrheit. Also, auch im Bereich, wo wir eine Mehrheit abgegeben haben. Warum nicht? Macht ja einen Sinn. So wie es beim WiFi auch einen Sinn gemacht hat. Noch besser wäre natürlich beim Abgeben, man könnte auch die Mittel abgeben, oder? Muss ich schon dazu sagen? Ist aber nicht so. Wir zahlen natürlich aus Überzeugung einen jährlichen Beitrag, aber beim Abgeben wäre das ein besonderer Reiz, oder? Wenn man dann nicht mehr so viel beitragen müsste. Aber nein, Spaß beiseite. Tun wir natürlich gern. Wir unterstützen auch oder haben auch unterstützt die Umbauten hier im Haus. Das war ja auch keine kleine Investition. Und wir treten auch immer wieder auf, wenn die Bitte geäußert wird, bei der Ausstattung im maschinellen Bereich oder so auch tätig zu werden. Auch daran wird sich künftig an der Grundstrategie nicht wirklich was ändern. Aber wenn wir die Zukunftsfähigkeit des Landes im Auge haben, und das haben wir miteinander, denke ich, dann sind es die Bereiche, auf die wir setzen müssen. Die Innovation, die Forschung, die Bildung, die Ausbildung und die Weiterbildung. Und ich bitte sehr darum, auch die Verantwortlichen der Wirtschaft, sich in allen Stufen der Ausbildung, wo immer es auch angebracht und wichtig ist, sich einzubringen. Es ist dieser Kontakt in die Wirtschaft ganz entscheidend. Das beginnt im Schulsystem, wo nicht wenige Unternehmer auch äußern, das, was wir gelegentlich an Absolventen auch bekommen in die Unternehmen, ist nicht immer das Beste. Da sind viele Grundfertigkeiten nicht mehr vorhanden. Also, ich habe das auch damals gesagt bei der Antrittsrede, wir müssen wieder viel stärker darauf schauen, dass wir die Grundfertigkeiten in den Grundschulen gut vermitteln. Aber überlegen Sie einmal 2 Sekunden, nur ein Gedankenexperiment, wie oft wir eigentlich alle äußern, damit sollte man schon in der Schule beginnen. Mittlerweile sieht man, damit sollte man schon im Kindergarten beginnen. Wie oft wir das sagen, bei gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Was ja im Ergebnis bedeutet, dass der arme Pädagoge eigentlich alle Probleme der Gesellschaft lösen sollte. Kann er oder sie nicht. Bei aller Wertschätzung natürlich, die wir dieser Berufsgruppe auch entgegenzubringen haben. Aber wenn man sich stärker auf die Grundfertigkeiten konzentrieren muss, das werden wir auch tun müssen, dann muss auch klar sein, dass die Schule nicht alles leisten kann. Da braucht es auch intakte Familiensysteme dazu, intakte Sozialsysteme, wo es möglich ist, auch andere Bereiche, auch die Wirtschaft, die mithilft, dass das in der Schule überhaupt möglich ist. Ich bitte Sie auch weiterhin, diese Partnerschaft Schule-Wirtschaft zu leben. Die ist entscheidend. Ich bitte Sie auch, dort, wo Sie die Möglichkeiten haben, und das geschieht in großem Umfang, in enger Kooperation mit Sozialpartnerschaften, insbesondere der Wirtschaftskammer, auch die anderen, die Lehrlingsausbildung weiter hochzuhalten. In gewissen Teilen Österreichs spielt das kaum mehr eine Rolle. Ich weiß nicht warum, weil es ist an sich einfach oder einfach, ja. Es ist an sich logisch, daran zu arbeiten. Bei uns gibt es immer noch knapp über 50% an Lehrlingsquote, die höchste in Österreich. Und wir haben allen Grund, daran zu arbeiten, dass das so bleibt. Jetzt kommen geburtenschwachere Jahrgänge daher. Das ist jetzt schon am Markt eigentlich wirksam. Und wenn es einen Engpass gibt im Wachstum, dann ist er womöglich, ich sage es einmal so, relativ stark zu identifizieren im Bereich der Fachkräfte. Vielleicht auch in manchen Infrastrukturfragen.
Aber es wird unsere Aufgabe sein, miteinander darauf hinzuschauen, wo diese Engpässe sind und die Wachstumschancen der heimischen Wirtschaft intakt zu halten. Da gibt es ein paar Themen, nicht nur die Bildung dazu, aber einige. Und die Bildung ist ein Schlüsselthema in dem Bereich. Ich bitte Sie auch, sich einzubringen in der Fachhochschule. Die hat eine rasante Entwicklung genommen, eine positive Entwicklung genommen. Wir arbeiten an neuen Studiengängen im technischen Bereich und es ist wichtig, dass die enge Partnerschaft mit der Wirtschaft auch fortgeführt wird, eher noch intensiviert wird, wenn es nach mir geht. Auch da habe ich die Bitte an die Vertreter natürlich auch, in dieser Partnerschaft, in dem Schulterschluss für die Ausbildung im Lande auch weiter aktiv zu bleiben und die Dinge miteinander gut zu gestalten. Das ist für den Wirtschaftsstandort unabdingbar wichtig. Die öffentliche Hand kann nicht so viel beitragen, wie sie glaubt in der Wirtschaftsentwicklung, aber in dem Punkt schon. Also in der Frage Ausbildung, auch Investition in dem Thema, da kann man einiges leisten. Dazu zählen auch die Berufsschulen im Lande natürlich, neben dem WIFI und anderen Einrichtungen logischerweise. Aber die Entscheidung des Landes, ins Berufsschulwesen zu investieren, in Feldkirch ordentlich auszubauen, in Bludenz ordentlich auszubauen, die entsteht nicht zufällig, die entsteht aus der Überlegung heraus, dass wir auch den Berufsschulen eine optimale Infrastruktur anbieten wollen. Und natürlich brauchen die Wirtschaft, und da kann man nur gratulieren, sehr für die Weiterbildungsangebote das WIFI und das Kursangebot, so dick mittlerweile, das sehr punktgenau für die Wirtschaft liefert, was benötigt wird. Zudem kann man nur gratulieren und ich hoffe sehr, dass das auch am Leben erhalten werden kann und auch gut miteinander weiterentwickelt werden kann. Insofern der jungen Tochter, 100 Jahre ist, wenn er nicht so alt eigentlich, alles Gute. Sie wirkt immer noch sehr dynamisch mit 100. Wenn wir mit 100 noch so dynamisch sind, dann schaut es gut aus, Präsident. Dem Institutsleiter natürlich eine gute Hand in der Führung für die nächsten 100 Jahre. Mit den heutigen medizinischen Möglichkeiten kein Problem, oder? Kein Problem mittlerweile, käme da aus. Also, dir eine gute Hand natürlich in der Führung. Und insgesamt wünsche ich uns natürlich, dass uns dieser Schulterschluss für die Bildung, für die Ausbildung im Sinne der Standortentwicklung auch weiterhin gut gelingt. Alles Gute zum 100-jährigen Jubiläum persönlich und für das Land Vorarlberg. Dankeschön. Wirtschaft und Bildung gehen Hand in Hand. Und hier im WIFI kommen sie zusammen. Immer auf der Höhe der Zeit und immer dynamischer als je zuvor. Und wie lange kann das so weitergehen? Noch sehr lange. Denn Wissen ist für immer.